Ho, 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 ihr Lieben, und herzlich willkommen zu einem neuen Adventskalender-Unboxing von mir. Mein Name ist Santa Claudi und ich begrüße dich ganz, ganz herzlich in meiner Welt. Heute werfen wir einen Blick in den Ava & May Adventskalender. Da ist er. Und wenn du Bock drauf hast, mit mir zusammen reinzuschauen, dann hol dir was zu essen, hol dir was zu trinken, lehn dich zurück, genieß die Show und viel Spaß mit dem Video. Ja, das ist ein Adventskalender, der vor allem Düfte enthält, und zwar Kerzen. Er bringt uns ein bisschen Herzenswärme und auch ein bisschen generelle Wärme, physische Wärme nach Hause. Und ich bin sehr, sehr happy, dass ich ihn euch dieses Jahr wieder vorstellen darf. Und ja, der kostet normalerweise nämlich 129,99 €. Und mit meinem Code MIXCLAUDI könnt ihr 25% auf den Adventskalender sparen und sogar 40% auf das restliche Sortiment. Richtig krass. Ich bin mal gespannt, ob die wirklich so große Sachen hier reingepackt haben, denn das Ding, das ist echt ein Backstein hier, ich sag's euch. Ja, und weil es eine Kooperation ist, ihr kennt das von mir, möchte ich gerne in diesem Video einen selbst zusammengestellten Adventskalender verlosen. Alles, was du dafür tun musst, um in der Verlosung teilzunehmen, steht unter dem Video in der Infobox. Schau super gerne mal rein, denn ich möchte gerne euch super gerne auch was, super, super gerne auch was zurückgeben, denn ihr unterstützt mich hier auf meiner Reise. Und solltest du hier neu sein und auch ein Teil der Crew werden wollen, dann abonnier doch super gerne meinen Kanal. Ich würde mich mega drüber freuen. Habe ich eigentlich schon erwähnt, dass hier 300 Euro Warenwert drin enthalten sein sollen. Oh, oh, das riecht hier richtig gut aus. Genau, so schaut der von innen aus. Das sind Boxen, das finde ich sehr charmant. Ich lege den Adventskalender aber vor mich hin und werde dann die einzelnen Boxen öffnen. Starten wir einfach mal unsere Duftreise am 1. Dezember. Mal gucken, wohin uns Ava & May an dem Tag entführen möchte. Gar nicht, in den Wald. Hier ist Pinie drin. Oh, das riecht wirklich nach Pinie. Richtig schön nach Tanne, das mag ich ja richtig gerne. Guck mal, so sieht die Kerze aus. Und ich weiß jetzt nicht, ob ich euch jeweilige Preise einblenden kann. Da muss ich noch mal ein bisschen recherchieren. Ah, es riecht unfassbar gut. Ich mag ja gerne so waldige Düfte. Und mein Freund auch, deswegen ist es eine perfekte Kerze fürs Wohnzimmer. Am 2. Dezember habe ich eine Zimtrolle drin. Und das ist eine Limited Edition, das ist so eine größere. Oh mein Gott, der riecht wirklich lecker. Das wäre etwas so fürs Esszimmer oder für die Küche, würde ich sagen. Riecht super angenehm. Die Düfte werden mit richtigen Parfümeuren zusammen entwickelt. Das siehst du auch, wenn du auf der Homepage guckst. Die haben da so richtig auch immer so Duftkomponenten mit draufstehen. Das ist so abgefahren. Kenne ich so sonst nicht von Kerzen. Selbstverständlich auch mit dabei ist die Nummer 3. Oh ja, hier haben wir was drin. Die hatten wir letztes Jahr in dem Großen auch drin enthalten. Oder war das vorletztes Jahr? Ich komme gerade nicht auf mein ganzes Zeitmanagement klar. Powdered Soap, das ist ganz, ganz interessant. Eine Nourishing and Soft Cleansing hier aus Aruba, Caribbean. Aus der Karibik ist es der Aruba-Duft. Reden. 15 Gramm haben wir hier drin. Dieses Sachet kannst du dir in zum Beispiel eine leere Seifenflasche reinfüllen einfach und dann mit Wasser auffüllen, ne? Pulver rein, mit Wasser auffüllen, bisschen schütteln, stehen lassen und dann hast du halt eine Seife. Und das ist so, so cool. Und genau, für eine Minute lässt du es einfach so chillen und du schüttelst es für eine Minute und lässt es 30 Minuten chillen, genau, und hast dann wirklich eine fertige Seife. Das ist so viel nachhaltiger und das versucht Ava & May ja sowieso alles so nachhaltig wie möglich zu gestalten und deswegen macht es für mich absolut Sinn, so ein, ne, das ist die Zukunft, das kann man nicht anders sagen. Hier haben wir die Nummer 4. Oh, was haben wir denn hier? Dresden! Das ist die Lieblingskerze von Sarah Isabel, die liebt diesen Duft. Ich finde ihn sehr dezent, ne? Das ist ein sehr zurückhaltender Duft und ja, so schaut die Kerze aus und das ist, sind halt immer so kleinere Eindochkerzen, beziehungsweise manche sind ja ein bisschen größer hier auch mit dabei, aber ich finde, es ist schon eine schöne Vielfalt und ich finde, die halten auch relativ lange, also bei mir persönlich, ne? Weiter geht's am 5. Dezember, das ist der Tag vor Nikolaus. Hier haben wir auch wieder eine Kerze drin und zwar Teneriffa, geil, die Kanarischen Inseln. Das riecht ein bisschen nach dem Aftershave von meinem Papa. So ein bisschen aquatisch, ne? Was ja auch Sinn macht, weil die Kanaren sind Inseln. Und genau, ja, was habe ich denn sonst noch zu erzählen? Wahrscheinlich, dass die Kerzen aus Sojawachs hergestellt werden und die halt nur super hochwertige Öle verwenden. Ich glaube, das wäre auch noch eine gute Info, ne? Genau, riecht aber sehr angenehm. Ach so, und das Sojawachs ist vegan. Das nur mal so am Rande. So, der 6. Dezember ist Nikolaus und der ist auch ein bisschen größer, finde ich super, weil da darf auch gerne was Besonderes drin sein. Und hier haben wir einen Sprüher drin. Nürnberg, Deutschland. Nürnberg, vor allem Nürnberg. Nürnberg steht hier drauf. Hier sind 50 Milliliter drin und das wird doch wohl ein Raumduft sein. Das finde ich richtig nice. Da kann ich ja mal kurz mein Näschen dran halten. Oh, ja gut, das ist jetzt sehr, sehr hochkonzentriert, ne?
Aber man merkt, dass die quasi Nürnberg nicht mit Bratwürsten in Verbindung bringen. Also es riecht nicht nach Nürnberger Würstchen, sondern eher nach dem Weihnachtsmarkt. Es riecht so ein bisschen zimtig. Ein toller 6. Dezember. Das finde ich wirklich auch besonders, ne? So, schauen wir mal weiter. Also mir macht dieser Adventskalender Spaß, weil er wirklich abwechslungsreich ist, ne? Ja. 7, wo bist du geblieben? Da. Hier haben wir eine Kerze drin enthalten und das ist tatsächlich auch das, worauf ich persönlich am schärfsten bin, auf die einzelnen Kerzen, weil du dadurch halt echt die Möglichkeit bekommst, dich durch das ganze Sortiment so ein bisschen von Ava & May zu schnuppern. Ne? Die haben halt hier auch alles nur einzeln drin, also du hast hier quasi keine Düfte doppelt drin. Das ist Cairo Spice Bazaar. Die, oh Gott, wie heißt es auf Deutsch? Gewürzbazaar, Gewürzmarkt quasi, genau. Das riecht so gut, so gut. Das riecht wie, wirklich wie ein Parfum. Das riecht wie irgendetwas, was ich richtig gerne mag. Das hat auch was Süßes mit dabei. Aber auch diese Würze, aber nicht so unangenehm würzig. Das riecht total toll. Das ist, glaube ich, mit jetzt so mein liebster Duft aktuell. Wow. Die Nummer 8 darf machen, das ist Kracht. Und das finde ich immer so abgefahren, was Kerzen so mit einem anstellen. Ne? Also ich habe jetzt, ist halt die Zeit, jetzt habe ich halt vermehrt Kerzen an. Und eben hatte ich noch die beiden hier hinter mir an. Die habe ich ausgemacht, weil die mir, oh Gott, die sind mir so in den Hals gekrochen. Und ich habe ein bisschen, dass ich erkältet bin. Und ja, was ist das denn? Ja, genau, die konnte ich gar nicht anhaben. Aber ich kann mir sehr gut vorstellen, dass wenn ich hier dann demnächst welche von Ava & May hinstelle, dass ich hier ein viel wohligeres Gefühl habe. Auf jeden Fall habe ich hier die Petra drin enthalten. Treasures of the World. Gar keine Ahnung, das scheint irgendwie neu zu sein. Wer ist Petra? Petra ist jemand, die mag Blumen. Sie mag auch sowas leicht Zitrisches mit dabei haben. Es hat aber auch eine gewisse Süße. Petra ist sehr, sehr aufregend. Hat Petra gemacht, dass es kracht? Ein Stück weit. Oh, in der Nummer 9 dürfen wir uns über irgendwas Größeres freuen. Ich glaube, oh Gott, ja. Also Wales ist hier am Start und zwar mit Toffee Crunch. Oh, 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 das wird die süße Verführung schlechthin, Leute. Mm. Oh Gott, das riecht wirklich nach einem... Mm. Kennt ihr dieses Saint Barth Vanille Parfum? Das hat viel davon. Oh Gott. In der Nummer 10 darf es mit dem nächsten Duft weitergehen. Und wie Edinburgh, Schottland, riecht, werden wir gleich sehen. Kleiner Fun Fact, mein Freund will seit, ja, seitdem wir zusammen sind, was ja ungefähr bald 19 Jahre sind, schon mit mir nach Schottland, weil kurz bevor wir zusammengekommen sind, war er dort auf irgendeiner Studienreise, Schulfahrt, wie auch immer. Und das wird auch sein Duft werden. Das hat auch was Zitrisches mit dabei. Sehr, sehr angenehm. Nicht aufdringlich oder so, den mag ich auch. Ich glaube, am 11. Dezember, die erste Schnapszahl, haben wir einen Raumduft drin, was ich sehr, sehr krass finden würde. Oh mein Gott, ja. Das ist richtig, richtig cool. Santa Sleigh Ride, North Pole, wie cool ist das? Das hätte ich aber eher in der 6 gesehen. Und die sind so gut, die Raumdüfte. Also die halten richtig lange. Mein Freund hatte, ich glaube, ungefähr ein Jahr einen bei sich stehen. Das war halt irgendwann verdampft, aber trotzdem war da der Duft quasi noch an diesen Stäbchen dran. Und der hatte auch nur 2, 3 reingemacht, weil das bei ihm im Homeoffice war. Und ja, hier haben wir dann einmal den Duft drin enthalten. Da kann ich jetzt natürlich sehr, sehr schlecht dran riechen. Ja, da riechst du so halt nicht viel durch, aber das finde ich cool. Ich weiß nicht, ich kriege bei diesem Adventskalender Hunger, weil hier auch so mega schöne, süße Toffee-Düfte drin sind und Vanille. Hier habe ich jetzt die Halbzeit, die Nummer 12. Und hier haben wir noch eine Seife drin, finde ich aber wirklich toll. Das ist nämlich mikroplastikfrei, cruelty-free und vegan. Und hier haben wir die Persia Limited Edition. Und auch hier, ne, kann man diese Seife in den Seifenspender reinmachen. Und das ist halt, darf man nicht vergessen, das ist halt eine komplette Seife. Ne? Das sieht jetzt hier so klein und niedlich aus, es ist aber eine komplette Seife von fast 200 Millilitern. Also, ne? Deswegen finde ich das mega nice. Ich rieche das aber nicht, leider nicht durch. Also die erste Halbzeit hat mir schon richtig gut gefallen. Wir haben hier tolle Düfte drin enthalten, aber auch halt dieses Abwechslungsreiche, dadurch, dass es halt nicht nur Kerzen sind, sondern auch Raumduft und Seife und so, ne? Mega cool und ich glaube auch, dass sowieso der Inhalt ja auch bekannt ist, bevor man das bestellt. Hier habe ich jetzt den 13. Dezember. Oh, ich glaube, das ist so eine ganz besondere Club Nui, genau, Amber. Oh mein Gott. Oh, jetzt habe ich da dran geknutscht. Das ist so im kalten Zustand, glaube ich, relativ dezent. Aber ich meine, wenn man die anmacht, dass die Party halt richtig schön abgehen kann. Aber Amber ist halt auch eigentlich so eine richtig schöne Komponente in Parfums zum Beispiel, wenn mein Freund die verwendet. Das finde ich sehr, sehr schön. Das ist, glaube ich, auch ein schöner Wohnzimmerduft.
Vielleicht sogar ein bisschen Büro-Homeoffice-Duft. Stelle ich mir aber auch in so einem Lesezimmer richtig gut vor. Okay, ja, ich und meine Gedankenwelt immer, ne? Der 14. Dezember. Soothing Mind, Dreaming Away. Okay, das scheint ein sehr, sehr blumiger Duft zu sein. Und so schaut er einmal aus. Sehr, sehr blumig. Seifig, würde ich sagen. Hat sowas von ganz zarten Frühlingsblumen, finde ich. Aber nicht aufdringlich. Also ich glaube nicht, dass es ein Duft ist, der mir Kopfschmerzen machen würde. Der 15. Dezember. Hier haben wir auch wieder so eine etwas größere Kerze dran. Oh nein. Cherry Kiss aus Paris. Oh mein Gott. Oh mein Gott, Leute. Ja, Kirsche ist ja dieses Jahr sowieso absolut in, ne? Also jeder und seine Mutter haben ja irgendwas mit Kirsche in den Adventskalendern, in den Kollektionen. Und das ist ein Kirschduft, der nicht zu aufdringlich ist, der super schön ist. Den kann ich mir auch gut vorstellen, wenn du den anmachst im Wohnzimmer zusammen mit dem Amber, dass dann jemand reinkommt und sagt, oh, was hast du denn für einen schönen Duft drauf? Hab ich nicht, sind meine Kerzen. Ist mega, mega schön. Nicht so quietschig, fruchtig, ne? Sondern eher so diese Wärme, die man von Kirschen eher so manchmal, ne, wahrnimmt. Komisch bezeichnet, Claudi. Aber so empfinde ich den Duft. Ich mag den. Der ist toll. Der 16. Dezember ist jetzt hier in meinen Händen. Und da haben wir... Das ist ja cool. Das Eau de Parfum drin. Und zwar ist das das Cocoa Clash. Eau de Parfum mit 15 Millilitern. Oh, ach Mensch, ich hatte auch schon mal einen Duft davon, der hat mir leider nicht lang genug gehalten, aber Kakao, Entschuldigung, ich möchte ihn riechen. Ich habe jetzt so viele Adventskalender ausgepackt, ich habe hier einen Duft, ich habe da einen Duft. Oh, der ist jetzt aber schon verflogen, ich kann ihn ja hier hin machen. Ganz feiner, breiter Sprühstoß. Dann winkt man dann erstmal so ein bisschen vor sich hin, dass der Duft auch für sich wirken kann. Und das war einfach klar, dass die irgendwann mal Düfte rausbringen werden. Haben die aber letztes Jahr schon, glaube ich, auch gemacht, ne? Und weil wenn die ja mit Parfümeuren zusammenarbeiten, macht das einfach nur Sinn. Das ist abgefahren. Das riecht nach frisch gewaschenem Keks. Ganz angenehm. Aber also den muss ich halt erstmal noch ein bisschen wirken lassen und ein bisschen warten. Sehr interessante Kombination. Aber auch hier, warum packen die das einfach in eine 16 rein? Auch das hätte ich eher in der 6 gesehen, eher in der 24. Eine Woche vor Heiligabend habe ich hier den 17. Dezember. 2000. Nostalgiker. Die 2000er. Mensch. Wonach riechen die 2000er? Da war ich noch sehr, sehr jung. Noch sehr, sehr jung. Für mich hat es nach Süßigkeiten gerochen, glaube ich. Nach Süßigkeiten, nach Wald. Und der riecht einfach dezent. Leicht blumig. Ich mag den. Erinnert der mich an die 2000er? Weiß ich nicht. Wobei die 2000er, ich bin ja 2005 mit meinem Freund zusammengekommen. Da war ich kein Kind mehr. Was rede ich denn hier? Herzlich willkommen in der Weihnachtswoche. Hier habe ich jetzt den 18. Dezember und hier scheint auch eine etwas größere Kerze drin enthalten zu sein. Das ist schon, also ich finde auch diese Aufteilung, ne, generell, die hier so drin ist, echt gut gemacht. Oh Gott, ich glaube, das riecht die ganze Zeit so. Warum? Warum, Arbeit May? Ihr macht mich so hungrig. Das ist Sugar Cookie, die Limited Edition. Oh, ja, oh mein Gott. Oh, das ist, wie rede ich? Ja, also wie jemand, der hier sitzt und diesen mega nice Adventskalender auspackt und einfach Hunger kriegt. Das ist eher zurückhaltend tatsächlich. Ich denke, wenn der warm ist, wird er noch geiler riechen. Aber der hat wirklich was von Zucker mit dabei. Auch so eine ganz, ganz dezente, liebevolle Süße. Dieser Adventskalender macht mich gerade nicht nur hungrig, sondern auch echt glücklich. Deswegen passt es für mich gerade auch sehr, sehr gut, dass wir eine Kooperation haben. Läuft. Da kann ich dann nämlich vollkommen frei von der Seele diesen Adventskalender loben. Die Nummer 19 habe ich hier. Das Pillow Spray Clean Mind. Sowas finde ich auch immer richtig geil. Hier dürften 10 Milliliter drin sein. Das ist ja die klassische Größe von solchen Fiolen. Sowas gebe ich mir immer auf meine Bettdecke, bevor ich schlafen gehe. Einfach 3 Spritzer drauf. Ne? Ich weiß nicht, womit das jetzt genau sein wird, aber das, was ich so verwende, ist meistens so mit Lavendel zum Beispiel. Das hält dann auch immer ein bisschen Motten, Mücken und Spinnen fern. Genau. Und hier ist es
von der Schrift her würde ich sagen, eher so zitrisch, ne? Dass man halt quasi klare Gedanken bekommen kann und jetzt nicht irgendwie so grübelt und dann nicht in Schlaf findet. So cool, dass die halt auch so unterschiedliche Produkte hier reinpacken. Muss ich wirklich sagen, das möchte ich wirklich immer wieder auch lobend erwähnen, dass es hier halt nicht nur ein Kerzen-Adventskalender ist, ne? Die Nummer 20. Cabernet Sauvignon, eine Special Edition. Das sind so die Kerzen, auf die ich nicht so ultimativ abfahre, denn die haben so diesen Weinduft. Wobei, die ist schön. Ja, etwas Traubiges, aber jetzt nicht so diesen alkoholischen Flow, der da sonst gerne auch mal mit dabei ist, ne? Nee, die finde ich gut. Und jetzt, wo wir uns im 20er-Bereich befinden, geht Schlag auf Schlag. Hier schon der 21. Dezember. Hier habe ich auf jeden Fall Scandinavia, Norway drin enthalten. Es wird nicht fischig riechen, das wäre ein bisschen nicht so geil. Aber da sind auch viele Wälder und frische Luft und alles ist so frei und cremig, leicht pudrig, edel, sehr edel. Hätte ich das mit Norwegen in Verbindung gebracht? Ich glaube nicht unbedingt, aber es riecht gut. Habe ich da nicht so eine schöne Sache aufgebaut? Ich bin ein bisschen stolz auf mich, dass es noch nicht umgefallen ist. Denn ich bin bekanntermaßen ein kleiner Tollpatsch. Aber Sammy liegt auch da vorne und nicht hier. Sonst liegt er ja auch immer hier irgendwo. Und bringt dann gerne auch mal solche Türme zum Einsturz. Hier habe ich den 22. Dezember, die zwei Tage vor Heiligabend. Und da haben wir auch eine etwas größere Kerze drin enthalten. Heieieiei, schon wieder wollen sie mir Hunger machen. Red Velvet Cake, auch das ist eine Limited Edition. Das sieht doch mal sehr ansprechend aus. Mal gucken, womit uns hier die Seele erwärmt wird. Die hat was Süßes, was Fruchtiges. Ja, wenn man so macht, ne? Genauso wie ein fruchtiger Kuchen. Macht ja auch Sinn vom Namen her. Holla, die Nummer 23, ein Tag vor Heiligabend, ist auch wieder riesengroß. Sicherlich haben wir hier auch wieder unseren Raumduft drin. Genau, und da habt ihr eben schon gesehen, wie das aussieht. Das Coziness, oh, aus Skandinavien. Sowas finde ich schön. Dieses klassische Hüggegefühl, ne, was aus Skandinavien dann auch immer wieder so vermittelt wird und so. Das finde ich richtig nice, dass sie das jetzt hier so in so einen Raumduft mit reingebracht haben. Oh, das finde ich richtig schön. Ich bin mal gespannt, womit die uns dann diese Coziness bringen wollen. Ich glaube nicht, dass es nach Möbelhaus riechen wird. Ich glaube eher, dass es ein schon leicht, ja nicht, weiß ich nicht. Ist das süß? Ich will riechen. Ach, das ist interessant. Ja, so riecht man sehr professionell an Raumdüften, Claudi. So eher zitrisch. Sehr, sehr interessant. Aber das ist ja auch tatsächlich so, dass zitrische Düfte dafür bekannt sind, eine gute Stimmung zu verbreiten und gute Laune zu machen. Und da kann man natürlich auch Gemütlichkeit mit verbinden, ne? Ta-ta-ta-ta! Hier habe ich Heiligabend, den 24. Dezember. Ava und May haben hier sicherlich eine Kerze reingepackt, weil das ergibt halt Sinn. Aber ich glaube, dass die hier eine größere Kerze auch reingepackt haben. Also, ja, genau, so eine Kerze. Das finde ich auch schön. Das ist Santa's Workshop, North Pole. Wie schön! Das ist ja richtig cool. Der Wichtel-Workshop, genau, Workshop. Das ist ja... Okay, das ist ein bisschen zurückhaltender, als ich es gedacht hätte. Wonach würde ein Workshop riechen? Er hat was leicht Süßliches mit drin. Aber auch irgendwas Natürliches. Er hat aber auch eine leicht zitrische Note mit dabei. Ich gucke sowieso bei den Kerzen, ob ich online da halt die Duftbeschreibung auch zu finden und euch die einblenden kann. Der riecht aber sehr angenehm, hätte ich aber nicht unbedingt als Nummer 24 gesehen. Was eine wundervolle Ausbeute aus diesem Adventskalender, finde ich persönlich. Ich liebe es total, dass wir hier so einen gemixten Adventskalender haben, wo du verschiedene Kategorien drin hast, die den Fokus aber selbstverständlich auf dem Raumduft haben, ne? Weil das ist das, wofür Ava & May steht. Wir haben hier ein Parfum drin, wir haben hier diese Seifen auch mit dabei, die auch wirklich, wirklich gut sind. Also ich habe sie ja schon ausprobiert. Ich finde einfach, dass man hier eine schöne Adventszeit bekommt und dass einem quasi jeden Tag gefühlt ein Licht aufgehen kann mit diesem Adventskalender, finde ich auch irgendwie so charmant dargestellt. Das sind gute Produkte, die wir hier finden dürfen, die einfach
einem auch so ein bisschen so eine andere Geruchswelt eröffnen. Und gleichzeitig ist er halt super, super aktuell, eben durch den Kirscheduft, durch diese süßlichen Düfte, weil das ist das, was aktuell halt auch super angesagt ist. Und deswegen glaube ich, dass dieser Adventskalender auch richtig gut ankommen wird. Und ihr könnt mir gerne mal in die Kommentare schreiben, wie er bei euch angekommen ist. Das würde mich nämlich echt interessieren. Und dann wäre es hier von mir gewesen. Wenn es dir hier gefallen hat, wäre ein Däumchen ein Träumchen. Ansonsten wünsche ich dir einen wunderschönen Tag, einen wunderschönen Abend. Fühl dich ganz doll gedrückt von mir. Lass es dir gut gehen und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Ciao.